Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir befinden uns aktuell über der Zora-Stadt auf einer schwebenden Insel, wo vermutlich der Modder herkommt. Und ja, wir folgen gleich auch mal dem Ursprung des Modders. Ihr seht, hier ist alles ein bisschen schwereloser und leichter. Das macht zum einen sich das Fortbewegen sehr spaßig, aber auch das Kämpfen ist sehr witzig in dieser doch sehr schwerelosen... Oh mein Gott, er sieht aber sehr besonders aus, Junge. Okay, dann nehmen wir jetzt mal was ein bisschen mehr Druck hat. Wie wär's denn... Ja, nehmen wir doch erstmal unsere blaue Leunenlanze. Warum denn nicht? Barrecke! Alter, wie viel hältst du denn aus, Junge? Ja, Tulin, so ist richtig. Immer feste Druck. Wir wollen ihn nur nicht nach unten schmeißen, weil ich wollte seinen Loot haben, danke. Tja, das war's mit dem schönen Loot. Das hätte ich ja gerne mitgenommen, ne? Aber gut. Oh. Das war schon die Leunenlanze. Gut, damit ist die schon im Arsch. Oh, machen wir mal weiter. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh. Scheiße, ich wollte eigentlich das Schild rausholen, aber ihr seht, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Wie geht denn das mit dem Schild? So nicht. Achso, er ist schon draußen. Alles gut. Nee, du sollst abwehren. Irgendwie konnte ich doch noch... Nee. Hä? Ich mache es so selten. Ich muss gerade rausfinden, wie ich blocke. So, und dann konnte man doch so diesen Schildblock... Ach, so war es. Genau, den habe ich gerade gesucht. Den Schildblocker. Ich mache es einfach zu selten. Twing! Okay, alles klar. Heißt das, ich habe mir das jetzt gemerkt? Nein. Aber, ich gebe mein Bestes. Hab das Gefühl, hier hinten ist nichts, aber ist trotzdem schön. Ah, eine Kiste ist hier immerhin. Dann hat sich das ja so ein bisschen gelohnt zumindest. Was haben wir denn hier? Eine schöne, mächtige Waffe. Ein Rüstungsteil. Hochleistungsbatterie, okay. Auch nicht schlecht. Ist besser als nichts. So, ich habe das Gefühl, wir müssen da... Oh. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh. Moin. Ich wollte gar nicht stören, also. Das lag jetzt gar nicht in meiner Absicht. Oh, er lasert. Das ist ja witzig. Na du, kleiner Lasermann. Tschüss. Komm, verpiss dich. Ein starkes Sonanium-Großschwert. Nehme ich trotzdem erstmal mit. Wieso denn nicht? Und natürlich dein ganzes wunderschönes Loot hier. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir hier runterklötern, aber witzig. Also es gibt, der Boden ist nicht überall fest. Gut zu wissen. Dann gehen wir mal wieder in diese Richtung. Ich hoffe, hier hält er. Und dann einfach, ihr wisst schon. Nee. So. Und so. Und jetzt das Beste hoffen. Nicht, dass der Boden da wieder sich mitlöst. Nee, hier scheint er zu halten. Sehr gut. Okay, weiter geht's. Also, auch dass sie sowas noch eingebaut haben hier, ne? So ein bisschen... Also, hab ja schon mal erwähnt, wie großartig dieses Game ist. Ich bleibe dabei, es ist fucking großartig. Würde ich mir trotzdem mal wieder ein klassisches Zelda wünschen? Ja. Also so ein Ocarina of Timeiges würde mich auch mal wieder abholen. So ein Wechsel fände ich cool. Open-worldig und wieder klassisch. Open-worldig, wieder klassisch. Dann kriegt jeder, was er will. Also alle Lager sind möglich. Ne? Würde mich abholen. Weil so ein richtig Story-driven mit etwas größeren Dungeons und so. Würde mich auch mal wieder abholen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nicht so, als würde mir das hier keinen Spaß machen. Finde ich sehr, sehr geil. Okay, warte mal. Nee. Schmeißen wir einmal ein bisschen was? Nein, was machst du denn hier? Das brauchen wir ja. Was ist das? Eine besondere Kiste? Delta-Krieger-Lanze mit Gnadenstoß. Hoho! Ja, dann schmeiße ich doch erstmal weg. Die starke Sonanium-Großschwert kann dann weg. Wir bleiben bei der Delta-Krieger-Lanze. Das Ding hat sich auf jeden Fall gelohnt. So. Okay. Huh. Hier blubbern so eine Kugeln hoch. Guck mal.
Ich glaube, das will mir das damit sagen. Hier geht's komplett nach oben. Ich darf mich nur nicht von so einer Bubble treffen lassen. Aber ich müsste hier eigentlich nicht gleiten. Ich gleite da nicht hoch. Oh, was ist jetzt passiert? Holy shit. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich bin auf einmal runtergefallen. Ich habe gar nichts gemacht. Oh oh. Warte, wir können es aber glaube ich noch retten. Wir können es doch retten. Ich hier ran klebe. Oh, es wird eng. Oh, das wird eng. Geht das? Oh ja, guck mal. Ja, los, das schaffen wir. Los, Link. Mach mal hoch. Ja, ja, und jetzt nochmal. Ja, gerettet. das war knapp. Okay, also ich habe gedacht, man kann auf diesen Bubbles da reiten oder so, aber das funktioniert offensichtlich nicht oder ich verstehe noch nicht wie. Da habe ich jetzt gedacht, da geht mehr. Also irgendwas muss damit ja gehen. Das ist ja nicht umsonst da, das Zeug. Ich versuche das gleich nochmal. Wenn das gleich kommt, will ich da mal mich reinquetschen. Gerade eben bin ich nämlich irgendwie... Guck mal, geht doch. Funktioniert doch. Das ist das Problem. Oh oh. Wir müssen nur rechtzeitig halt raus. Weil die dann irgendwann explodieren und dann macht das wahrscheinlich Schaden oder so. Aber sonst klappte das bis jetzt ganz gut. Die Frage ist, kann man da irgendwie auch dann rausgleiten oder so? Ich warte mal auf die nächste und gleite dann noch ein bisschen nach oben. Nimm ich mal mit. So. Und dann gehen wir nämlich mal da rein. Guck. Wunderbar. Läuft doch. Nur rechtzeitig abhauen. Das ist der Trick. Bevor das zu einem Problem ist, müssen wir halt gehen. Jetzt müssen wir los. Ey, hau mich nicht. Sehr unhöflich von dir. Huah! Huah! Und drauf. Bam, bam, bam. Was ist denn da hier so rum? Oh, du. Er blockt. Er hat geblockt. Hast gesehen. Wird nicht geblockt. Niemand blockt hier. Stabili Boys sind. Wahnsinn. Warte, den schieße ich jetzt einfach von der. Und tschüss. Der ganze Loot fällt natürlich weg. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber willst du machen? Willst du machen, ne? So, nächste Waffe bitte. Dann nehmen wir doch einfach mal den da. Der ist nämlich nicht so stark. Bleh. Durch den Modder. Okay, hier ist Wasser. Ihr wisst, was man damit machen kann. Damit können wir sauber machen. Kann ich das transportieren, das Ding? Ja, wer jetzt an Mario Sunshine denkt, ne? Ich sag ja nichts, aber. Ja, ja. Das kommt schon sehr nah dran. Das ist schon so leichte Mario Sunshine-Vibes. So, was ist denn hier drin? Eine mächtige Waffe vielleicht? Die könnte ich gebrauchen? Alte Karte. Eine Landkarte, die offenbar vor langer Zeit angefertigt wurde. Sie weist den Weg zu einem Ort. Aber was mag sich da dort nur befinden? Oh, okay. Der auf der alten Karte angezeigte Ort wurde in deine Karte übertragen. Dankeschön. So, gut zu wissen. Ja, dann mal weiter. Haben wir da eine alte Karte gefunden? Ahnst es ja nicht. Hier ist noch irgendwas. Pilze. Schleichlinge. Ich nehme die mal noch ein bisschen mit, ne? Andere Richtung bitte, danke. Bleib mal da stehen. Ich guck mal gerade noch, was hier noch ist. Aber da ist nichts mehr. Dann können wir da nämlich erstmal weiter. Oh. Damit der Modder nervt, nehme ich dich gerne mit und mache erstmal schön sauber. Ne? Einmal durchfeudeln hier.
Allein das physikalisch alles zu berechnen, ey, Wahnsinn. Das Ding kann ich ja frei bewegen, weißt du? Das ist schon irre. Und das halt auf der, ich will es nochmal wiederholen, auf der fucking Switch. Und dann haben wir da halt Pokémon, weißt du? Dann haben wir da halt das aktuelle Pokémon. Und du guckst dir das hier an. Und du fragst dich, how? Wie kann Game Freak so verkacken, wenn Nintendo so ownt? Aber naja, wir dürfen mal gespannt sein auf das nächste. Ich habe mir die Pokémon Director gar nicht angeguckt. Es sah irgendwie aus wie Cyberspace und damit war ich schon raus. Also das hat mich so überhaupt nicht abgeholt, was ich gesehen habe, die paar Screenshots. Aber mehr habe ich auch noch nicht gesehen. Also keine Ahnung, was das jetzt genau war. Ich hoffe, es geht nicht die ganze Zeit um Cyberspace-Kram, weil dann... Also ich brauche kein Pokémon in so einer Cyber-Computer-Welt, so à la Digimon. Da muss ich echt gestehen, ups, da wäre ich dann doch ein bisschen raus. Aber ich war ja eh eigentlich raus, also insofern... Für mich ist das, seit der letzten Generation ist Pokémon für mich eigentlich erstmal wirklich durch. Also, da habe ich mit großen Argus-Augen gucken, was da uns ins Haus steht. Und je nachdem kehre ich vielleicht wieder zurück. Aber ich fühle es aktuell nicht, da bin ich ganz ehrlich. Also, nee. Nee, nee. Hydrant! Ach, guck mal. Könnte das sein, dass wir die vielleicht noch ein paar Mal brauchen? Gut, weiter geht's. Den halte ich hier auch echt in Ehren, diesen Hydranten. Ah, guck mal. Hui! Ah, okay, wir bewegen uns jetzt so weiter. Ah, witzige Idee. Witzige Idee. Okay, das kann natürlich sehr schnell sehr schief gehen. Pass auf. Den Hydranten müssen wir jetzt zurücklassen. Wer zurückbleibt, muss zurückgelassen werden. So, Achtung. Wie sagen, gehen wir mal da lang. Von dort aus können wir darüber. Das sollte klappen. Ach, witzige Idee, Mann. Dieses Game ist, steckt so voller geiler Ideen. Ach. Einfach nur geil. Ich wiederhole mich aber. Deswegen. Schwebesteine 3. Endlich kriegen wir Schwebesteine. Wir durften ja schon einmal damit rumspielen und ich habe mich ja direkt verliebt, weil die Möglichkeiten damit sind ja endlos. Also was man damit alles an Unfug anstellen kann, ist ja der Hammer. Da oben ist ein Tempel. Den holen wir uns direkt. Tempel muss sein. Ohohoho. Und direkt darüber. Und dann direkt zum Tempel, weil dann können wir jederzeit hier wieder schnell reisen. Das ist nicht verkehrt. Wir schauen uns natürlich trotzdem noch da unten um, denn da sind lauter tolle Dinge. Es geht noch ein gutes Stück nach oben, ne? Sehr gut. Igoshon-Schrein. Ja, dann mal direkt aktivieren den Apparillo, bitte. Danke dir. Und hinein. So muss es sein. Bitte nicht nackt, bitte nicht nackt, bitte nicht nackt. Ich bleibe hoffnungsvoll, dass uns die Klamotten gewährt bleiben. Ja, das ist schön. Das ist sehr schön. Okay. Schwebendes Wasser. Ah, da haben wir die Dinger. Mir hat das schwebende Wasser bis jetzt sehr gut gefallen. Auf geht's. Nehme ich mit. Ins Abenteuer, Schwebeland. So. Da klötert eine Kiste hinab. Kann ich die nicht einfach einsammeln? Warte, wenn sie hier kommt, müsste es gehen. Nee, ist mit Absicht so gemacht. Kann ich das bewegen anhand dieser Kugel? Ah! Guck mal. Ist ja witzig, das kann man bewegen. Damit habe ich nicht gerechnet. Guck mal her. Ah, das ist ja nochmal ein Gamechanger. Große Sonau-Energiesphäre. Die Frage ist jetzt... Was? Sind da irgendwie erstmal noch... Geht nicht.
Das geht auch nicht. Warte mal, wenn ich da reingehe. Warte, ich habe eine Idee und jetzt den mache. Geht das nicht? Oh ne, nicht im Wasser. Oh oh. Ah. Ach, geht. Jetzt geht. Nu geht's. Oh lol. Okay. Ich hab's versucht. Nochmal. Da war ich ein bisschen zu schnell. Jetzt bitte einfach nochmal runterfallen. Dankeschön, Dankeschön. Zeitumkehr und ich, ne? Da müssen wir ein bisschen... Ne, warte noch ein bisschen. Jetzt. Und los! Nutze ich eh viel zu selten diese Zeitumkehrkiste, ne? Seien wir mal ehrlich. Da geht so viel Unsinn mit. Ich benutze das viel zu selten. Na los, raus! Link! Wieso geht denn nichts? Link hängt irgendwie fest und ich kann nichts machen. Ich drücke hier wild alle Knöpfe, aber es passiert leider nicht. Gar nichts Schlimmes. Ich hätte früher die Verlassung einleiten sollen. Oh, hat aber trotzdem geklappt. Also ich glaube, hier müssen wir gar nichts machen. Hier können wir einfach normal mitreisen. Das sollte klappen. Wir müssen nur rechtzeitig abhauen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und jetzt. Jo. So. Nee, 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 nee. Das wollte ich nicht. Ich kann das hier verschieben. Was ändert das? Wäre das dann vielleicht weiter hoch oder so? Mal gucken wir mal, was passiert. Wenn ich das da in den Weg stelle. Vielleicht bounzt es jetzt dann hinauf oder so. Nö, das passiert einfach gar nichts. Okay. Ah, hier ist so ein Metallding. Ah, okay, warte, warte, warte. So vielleicht? Ich muss mal, glaube ich, irgendwie so eine Art Rampe bauen. Jo, das sieht besser aus. Ja, das läuft. Dann können wir jetzt. So kommen wir ans Ziel. Nimmst du mich mit? Komm schon. Komm. Komm raus da. Ja, und los geht's. Wuhu. Doink. Also ist halt witzig, Mann. Was ist denn los mit diesem Game? Oh, raus hier, schnell. Nächste Kugel. Die Kugel zum Glück. Ja, können wir überspringen, wissen wir Bescheid. Gib her den Apparat. Sind das wieder vier? Ich glaube, wir haben nämlich jetzt wieder vier. Yes! Siehste. Dann würde ich vorschlagen, wir machen nochmal ein Herz. Es muss ja langsam mal umbrechen. Es muss ja jetzt bald mal soweit sein. Oder nicht? Danach wollte ich ja wieder in Ausdauer gehen. Wir könnten auch theoretisch jetzt in Ausdauer gehen, aber ich glaube, eins geht noch, weil wenn wir mal so angucken, da oben ist eine Anzeige. Eins passt da noch hin. Wir machen noch einmal Herz und danach ist erstmal wieder Ausdauer angesagt. Ist das ein guter Plan? Ich würde sagen, ja. So, da nämlich jetzt eh gerade hier schnell Reisepunkt ist, können wir eben ganz schnell zurück. Mal wieder ganz an den Anfang. Unseren schönen Spähposten hier. Da. Und nach unten in den kalten Keller. Da müssen wir übrigens immer noch die Höhle erkunden, denn uns fehlt noch von der Hylia-Rüstung der Helm, glaube ich. Eine Sache fehlt noch. Das müssen wir auch nochmal machen. Und die war so riesig und so lang. Und dadurch, dass natürlich inzwischen tausendmal der Blutmond war, sind alle Gegner wieder da. Also, das wird nochmal eine Arbeit. Aber ich will den Helm noch haben. Ja. Ich kann ja mal gucken, wo der genau ist. Dann kann man wenigstens ein bisschen schneller durchrennen, dass man nicht alles genau machen muss. Aber der muss. Der muss. Der Hahn kräht. Meine Lieben, ihr hört ihn nicht, aber ich spüre ihn. Es ist wieder soweit. Der Hahn ist am Krähen. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle euren kleinen, ganz muggeligen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.